Hallo Charlie. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das Oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl, mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar. Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt es immer nach Nerds und alten Cheetos. Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Weißt du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hä? Genial, Charlie. Echt ist schon gut. Clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme, what? Kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Oh. Das ist aber krass. Wow. Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Oh? Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts. Du weißt schon. Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du es sagst, ja. Da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet. Oh. Ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde. Oh. Das ein Seher was? Gesagt hat. Das ist mies. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ja, ihr okay. kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Ja. Gute eklig. Alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Alles klar. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic.
Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Lass dir nun den Hals. Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Genau. Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich hab deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Komm schon, Charlie. Ich habe ein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. In gewisser Weise schon. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Ist ein bisschen komplizierter. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Oh, nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber What? Halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet? Alles klar. Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ach ja? Tja. Jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Oh. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. 40 Minuten später. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die Alles du klar. auf dem Rücken festmachst. Sehr interessant, aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Nee. Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Hm, vielleicht, aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Nee, da würde was fehlen. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Ist ein super Psychiater gleich die Straße runter? Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend.
Aber mir ist sowas auch schon passiert und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Alles klar. Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con am Mittwoch. Die kann ich nicht rumtragen. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Ich hab seit ich 23 bin keine Actionfiguren mehr geklaut. Okay. Ein Haufen Mystical Wallets of K-Karten. Ich hinterlass nicht gern überall meine Fingerabdrücke. Okay. Comics. Comics und noch mehr Comics. Die meisten sind Klassiker, aber danke. Nein, ich hab jetzt ein echtes Leben. Okay. Wir müssen jetzt das Thunfisch-Sandwich in Charlies Tasche, Getränk packen. Denn er ist allergisch darauf. Auf Thunfisch. Wisst ihr ja, ne? Jetzt können wir seine Limo mitnehmen. T-Shirts. XXL? Gibt's hier keine kleineren, du verdammter Geek? Lass mal, ich trag nicht gern Shirts mit Superhelden drauf. Das ist Captain Red. Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst. Also lass mal. Okay. Ein Captain Red Poster. Absolut kein Interesse. Okay. Die stehen alle zum Verkauf. Kein Interesse. Okay. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Mitnehmen. Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Okay. Valyrischer Stahl. Klar. Schon wenn ich es nur anschaue, würde ich es gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Die legendärste Waffe aller Zeiten. Da geht sogar das Licht an. Oh. So eins wollte ich schon immer haben. Ach, das kann er mitnehmen, okay. Die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Brauche ich nicht. Natürlich. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein Super-Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Film mal hatte. So leicht wird das sicher nicht, das Ding aufzukriegen. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Ja? Das kriege ich nicht mit bloßen Händen auf. Okay. Der rosa Tentakel ist schon ziemlich alt. Mitnehmen. Würde ich gern mit nach Hause nehmen. Geht aber nicht. Verdammt. Okay, wir müssen jetzt einmal auf die Straße. Denn hier hängt jetzt eine Nachricht. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Der Penner. Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Bisschen. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter. Okay. Dieser Film nehmen wir auch noch mit. Jetzt können wir rein. So, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen erstmal das Schminke-Tree dafür benutzen. Oh, wow. Es hat geklappt. Den Fingerabdruck zu entdecken. Dann das Tesafilm nehmen. Jetzt habe ich Charlies Fingerabdruck. Genau, um den Fingerabdruck zu bekommen. Und jetzt müssen wir noch mit dem Hammer die Feder deformieren. Die Form davon hat sich ganz schön verändert. Und das beides kombinieren. Und jetzt das Schloss aufmachen.
Guten Tag, Gentlemen. Hallo. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000-Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich Dave? Fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Nee. Wovon redest du, Hal? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Hal, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Ah, oh, ja. Charlie. Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Jetzt können wir den Fingerabdruck nutzen. Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. Sehr gut. Und den Strohhalm. DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Willkommen, und Mr. Goodman. Wir können den Zuckerschnecke-Katalog nehmen. Ah, das brennt! What? Warum tust du das, Hal? Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Es tut mir leid, Dave. Aber ich kann dich nicht damit gehen lassen. Ich fürchte, das ist etwas, das ich nicht zulassen kann. Ich brauche diesen Katalog, okay? Was zur Hölle soll ich jetzt machen? Dave, dieses Gespräch hat keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Alles klar. Ja, hau nicht kaputt, Hal. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Glaube ich nicht. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen. Dave, stop. Sorry, Hal. Dave? Ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Alles klar. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, kann ich es für Sie singen. Oh. Okay. So, eine Sache müssen wir jetzt noch machen. Und zwar, darauf wäre ich niemals gekommen, glaube ich. Wir müssen das Datum auf dem Schild verändern. Ich meine, gut, das Spiel hat viel mit Raumzeitkontinuum verdingsen. Oh, wollte nicht ein. Verschieben und so, ne, zu tun. Aber wer kommt denn auf die Idee, dass nur weil man das raufschreibt, man streicht das Wednesday, das Mittwoch durch und schreibt dann Monday, also Montag hin. Warum? Warum ändert sich dadurch wirklich das Datum? Ich versteh's nicht. Es tut mir leid, aber das ergibt keinen Sinn. Dass das klappt. Da wäre ich niemals drauf gekommen, Leute. Ja, niemals. Okay, also, ich glaube, für heute war's das. Ich hau mich mal aufs Ohr und schau, was der Morgen bringt. Sehr gut. Mann, ich hoffe nur, ich wach morgen nicht im Mittelalter auf oder sowas. Das wäre schlecht, ja? Doch. Tag 3, Montag. Mortimers Verlies. Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Ja, glaube ich auch. Yeah. Der Hotdog ist mittlerweile vergammelt. Das ist lecker. Gut,
Leute, aber das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin erstmal gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!